So, und jetzt erledigen wir mal die Sachen, die wir vorhin aufgeschoben hatten. Also zum einen diese Hütte hier für uns in Beschlag nehmen, weil er hier hat ja eigentlich nichts zu suchen, meinte jedenfalls Gorn. Und danach gucken wir mal, was wir mit dem Reislord machen können. Also du, da kriegst du eins auf den Deckel. Aber vorher sollten wir ihn mal ansprechen, sonst könnten die restlichen Banditen und Söldner ein bisschen stinkig werden. Hallo. So weit, so gut. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Also dein Hallo klang wesentlich freundlicher. Na gut, also auf die grobe Tour. Na komm her. Weg mit der Waffe, weg damit! Weil wir wollen dich verprügeln, wehr dich. Ich mein's ernst, weg damit! Na gut, dann halt Langweiliger nicht. Kampf. Der Kampf ist entschieden. Ja, das war echt langweilig. Und du hast ja jede Menge Kram dabei, den nehmen wir mal schön mit. Und tada, wir haben eine neue Hütte. Na gut. Ein Baumstamm als Tisch, ein Baumstamm als Stuhl und wenigstens kein Baumstamm als Bett. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Und er hat gleich wieder eine große Klappe. Na, wo Du bist hast du? da drinnen nichts zu suchen. Doch. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mut hat er ja. Ich meine, er hat keine Waffe mehr und wir haben ihn vorher schon besiegt. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. So, das war ja schon mal mehr als einfach. Er hat sich ja nicht mehr richtig gewehrt, was schon ziemlich komisch ist. Aber bei dem Reislot dürfte das nicht so einfach werden. Ist auch die Frage, ob wir überhaupt mit ihm direkt uns anlegen können oder nicht. Aber versuchen können wir es. Und den einen Banditen können wir auf jeden Fall nochmal aufmischen. Den wir vorher schon mal besiegt hatten. Der wollte uns hier dazu verdonnern, hier das Wasser zu schleppen, wozu wir nicht unbedingt Lust hatten. Und dann ist er gleich auf uns losgegangen. Also ja, den kriegen wir auf jeden Fall wieder niedergeschlagen. Und dann, wenn dann der Reißer wieder angreifen sollte, dann hauen wir ihn einfach mit runter. Und dann müssen wir gucken, was passiert. Wenn denn das ganze Lager auf uns stinkig ist, dann haben wir echt ein Problem. So, wer von euch hatte uns angesprochen? Du, Hallo. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Oh. Also als wir ihn das erste Mal niedergeschlagen haben, hat es ihm wohl schon gereicht. Dass wir danach von dem Reißleut eins auf den Deckel bekommen haben, ist ihm ziemlich egal. Ihm ist nur wichtig, dass er von uns niedergeschlagen wurde. Na, mein Freund? Mann, was willst du? Ich hatte einen schlechten Tag und suche einen Ausgleich. Halt mal still. Nein, wir wollen ihn ein bisschen produktiver einsetzen. Die Bauern sehen durstig aus. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Ja, das hätten wir doch schon mal schön geregelt. Was ist jetzt mit dem Reislord? Können wir den vielleicht irgendwie provozieren? Hallo Freund, willst du dich noch mal mit mir anlegen? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Na gut, probieren wir es einfach mal so. Komm, wehr dich. Was hast du? Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Du redest ja sehr toll von deinem Chef. Na gut, das nehmen wir mal mit. Und deine ganzen Sachen hier nehmen wir auch mit. Verlass dich auf jemanden. Wein, Reis und ein Ring. Was ist das für ein Ring? Ring der Lebenskraft. Oh, schön. Das wird dir noch leid tun. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Also wirklich was gebracht zu haben, scheint es nicht, außer dass die Bauern vielleicht mal gesehen haben, wie ihr Chef verprügelt wurde, was denen bestimmt auch ganz gut gefallen hat. Aber er wird wohl so weitermachen dürfen wie bisher. Schade. Also wäre schon schick gewesen, wenn wir das Ganze ein wenig hier entschärften könnten für die Reisbauern, aber so ist halt die Lage der Dinge anscheinend. Weil irgendjemand muss das ja auch machen.
Und dass sich jemand freiwillig dafür meldet, ist ziemlich unwahrscheinlich. So, was haben wir jetzt noch auf unserer Liste, was erledigt werden muss? Eigentlich wollten wir uns den Wald noch angucken Richtung Sumpflager. Da waren ja noch ein paar Ecken, wo wir noch nicht waren. Und sonst wäre das nächste große eigentlich der Auftrag von Mordrek. Dass wir nämlich ins Sumpflager gehen müssen und da nach dem Rechten sehen. Also was es mit der Religion auf sich hat und mit dieser Anrufung. Aber da wollten wir uns ja eigentlich noch ein bisschen vordrücken. Obwohl die Zeit da nicht wirklich viel Unterschied machen wird. Also ob wir jetzt hingehen oder in einer Woche, so schnell werden sie das nicht vergessen, wenn sie dann wissen, dass wir es waren. Und wenn sie es nichts machen, wenn sie es nicht wissen, dann ist es ja eh egal. Na gut, schauen wir uns erstmal ein wenig um. Also bei dem Wald auf dem Weg zum Sumpflager. Und da müssen wir ganz vorsichtig dahin gehen. Und auf jeden Fall darauf achten, wie die Wache uns anstarren. Und ob sie die Hand schon am Schwert haben oder nicht. Und dann müssen wir einfach nur den Leuten ausweichen, denen wir eigentlich das Versprechen gegeben haben, dass wir ihnen das Sumpfkraut geben. Das war einer von den Baals. Der hat uns ja losgeschickt. Geh mal in den Sumpf und hol die Ernte ein. Den dürfen wir auf jeden Fall nicht treffen. So, die Frage, welcher von den ganzen war das? Also der Kadar hatte mit den Zaubersprüchen zu tun. Da hatten wir einen von seinen Studenten eingeschläfert. Dann gab es noch einen bei Lester. Und, oh, da war so eine Echse. Also einen bei Lester gab es noch. Dann gab es den Hassredner, aber der wollte ja nur 9 Jünger haben. Das war das, den haben wir ihm auch gebracht. Oh, es sind 2. Nee. Dann gab es noch den Krautstampfer. Aber der wollte nur, dass wir die Ablösung für ihn einholen. Also er wollte es nicht direkt, er hat sich nur darüber gefreut, dass wir die Ablösung geholt haben. Also wer wollte das Kraut? Also wir sollten es auf jeden Fall Korkalom liefern. Das wissen wir. Aber wer hat uns dazu beauftragt, das zu machen? Es ist ganz schön schwer, jemanden nicht zu treffen, wenn man nicht weiß, wer es ist. Aber ja, wir sollten auf jeden Fall auf der Hut sein, ob jemand auf uns mit dem Finger zeigt oder die Wachen ruft oder dergleichen, denn sofort einen Abflug machen. Na gut, da hinten ist schon wieder die verkommene Hütte. Da geht es dann rechts rum zum Sumpflager. Das heißt, auf der linken Seite der Wald, da waren wir noch nicht drin. Jedenfalls noch nicht tief. Auch wenn es jetzt schon wieder dunkel wird, das war schlecht getimt. Na gut, machen wir kurz einen kleinen Abstecher ins alte Lager, hauen uns dahin, also entweder in unserer Hütte oder in diesem runtergekommenen Turm. Und dann können wir am Morgen in den Wald gehen. Ist dann ein wenig sicherer. Zumal wir in dem anderen Wald ja auch runtergepurzelt sind in so ein Loch, das müssen wir nicht unbedingt wiederholen. Wir könnten auch ganz kurz unsere Pfanne wieder benutzen, aber eigentlich haben wir genug gebratenes Fleisch. Und für später auch noch genug Heiltränke inzwischen. Wie viel Fleisch haben wir noch? Verlass dich auf jemanden, du das ist 33 Stück. Absolut. Der letzte Scheiß. So, frisch ausgeruht. Gleich in den Wald. Das macht doch wach. Hm? Schön vor Wölfen weglaufen. Obwohl, weglaufen müssen wir vor denen ja nicht mehr wirklich. Das Einzige, wo wir weglaufen müssten, wären Snapper oder diese riesigen, haarigen Dinger da. So, also, runtergekommene Hütte, da ist der eine Wald. Ah, wir sind einmal mit Dusty Richtung Sumpflager gegangen. Da kamen wir in eine Ecke, also wir hatten uns verlaufen. Und wir kamen in eine Ecke, wo wesentlich mehr Biester waren. Da geht's über die Brücke rüber und dann den Fluss entlang zum Sumpflager. Das ist der richtige Weg. Also sind wir letztes Mal wahrscheinlich da hoch. Sie hießen ja schon mal Scavenger. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Auch wenn unsere schöne neue Rüstung gleich nass wird. Da die fast nur aus Fellen besteht, muss das ein echt komisches Gefühl sein, da rumzulaufen. Aber gut. Tot. Bei dem Wald sollten wir mal schon vorsichtig sein.
Weil wirklich weit sehen können wir hier ja nicht. Und gerade in solche Höhlen wieder um die Ecke reinzugucken, könnte sich als gefährlich erweisen. Ist das überhaupt eine Höhle? Ja, scheint eine Höhle zu sein. Hüpfen wir doch mal rein. Ist ganz schön steil. Aber hier ist nichts. Na gut, es muss nicht in jeder Höhle ein Heiltrank liegen, aber wenigstens irgendein Nest oder so hätte ich schon erwartet. So, Kräuter sind auch nicht zu verachten, auch wenn sie nicht unbedingt viel wert sind. Aber wir wollen ja nichts liegen lassen. Außer jetzt die paar Fleischkeulen von den Scavengern gerade. Aber Fleisch ist nicht so wirklich Mangelware. Und selbst wenn das Fleisch irgendwann mal alle sein sollte, könnten wir von unserem ganzen Erz ja mehr als genug Heiltränke kaufen. Denn allein schon die Flügel und die Stacheln von einer Blutfliege müssten genug Erz sein für ein oder zwei Heiltränke. Und wir verbrauchen nicht ein oder zwei Heiltränke, um eine Blutfliege zu töten. Also ja, in der Hinsicht müssen wir uns nicht unbedingt Gedanken machen. So, Wölfe. Nichts Garstiges in der Nähe. Ne, nur jede Menge Wölfe. Aber das klappt doch ganz gut. Ja, wir kriegen fast gar keinen Schaden. So schlecht ist die neue Rüstung dann wohl doch nicht. Auch wenn es nur ein relativ kleines Upgrade ist im Vergleich zu... Also der Sprung von der Butlerhose zu der Banditenrüstung war da ja wesentlich größer. So, da sind noch Schweineratten. Ist das der Weg zum Sumpflager? Sieht ein bisschen so aus. Gucken wir mal kurz. Ja, das müsste er sein. Ja, genau. Da hinten ist der Strand mit den zwei Echsen. Und hier geht es den Fluss runter über den Wasserfall Richtung Sumpflager. Was da hinten bei der Brücke ist, wissen wir auch noch nicht. Aber erstmal den Wald. Wir sollten das Schritt für Schritt machen, damit wir nicht mal zickzack laufen. Also erstmal machen wir den Wald hier, so gut es geht, von dem Kleintier frei. Und dann schauen wir weiter. Oh, da ist das große haarige Ding. Hat es da ein Horn auf dem Kopf? Ja, das sieht auf jeden Fall übel aus. Also das lassen wir erstmal stehen. Das können wir dann irgendwann mal angehen, wenn wir noch eine bessere Waffe gefunden haben. Obwohl Größe ja nicht unbedingt so viel aussagt, aber... Wenn es ein Raubtier ist und so groß, dann wird es bestimmt schon schwierig sein. Na, kein Risiko eingehen. Hier gibt es ja noch mehr als genug Kleinkram, wie es scheint. Gehen wir in die richtige Richtung? Oh, da sind Wölfe. Das ist schon mal die gute Richtung. Oh, die Wölfe scheinen irgendwas anzugreifen. Ah, sie scheinen uns anzugreifen. Okay, ich wollte gerade sagen. Das sieht fast so aus, als wenn sie Scavenger jagen würden. Aber nein. Wir hätten mal lieber Scavenger jagen sollen. Dann hätten sie jetzt wenigstens überlebt. So. Oh, ja, hier ist jede Menge. Noch 5 Blutfliegen. Dich nehmen wir auch noch mit. Was ist da hinten? Das Wölfe? Ganz schön groß für einen Wolf. Gut. Erstmal nehmen wir euch mit, damit ihr uns nicht in den Rücken fallen könnt. Und irgendwelche ekligen Eier in den Kopf legen. So. Die Kräuter nehmen wir auch kurz mit. Und dann speichern wir auch mal wieder ab. LP 21.